Einmal im Jahr hat Lukas Weiß-Heidinger ein Heimspiel, nämlich beim Leichtathletik-Meeting in Andorf in Oberösterreich. Wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaft in München wollte der oberösterreichische Disco-Star im Innviertel noch einmal seine Form testen. Und es ist ihm mit neuem Stadionrekord eindrucksvoll gelungen. In diesem Jahr ist Lukas Weiß-Heidingers traditioneller Auftritt vor den Innviertler Fans nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Taufkirchen entfernt mehr als nur Ehrensache. Im letzten sportlichen Test vor der Europameisterschaft in München wirft der Lokalmatador den Diskus auf 66,82 Meter. Das ist neuer Andorfer Stadionrekord und zeigt, die Enttäuschung mit Platz 10 bei der Weltmeisterschaft hat Weiß-Heidinger abgehakt. Die Euroform stimmt. Wenn ich ein bisschen die Feinabstimmung finde, dann denke ich, ist der eine oder andere Zentimeter auf alle Fälle noch möglich. Und die ist Spaß am Werfen heute und die Würfe generell, das möchte ich so nach München mitnehmen. Auch die EM-Starterinnen Ivona Dadic, die Mehrkämpferin, wird Zweite im Hürdensprint, und Susanne Walle im 200-Meter-Lauf holen sich in Andorf ein gutes Gefühl für die Europameisterschaft im benachbarten Bayern ab. Ja, es war ein richtig guter Lauf. Der war jetzt auch notwendig, um einfach ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich dann meine 7 Sachen packe für München. Die EM in München beginnt am 15. August.